Hallo ihr Lieben, weiter geht es heute mit The Beast Inside. Wie ihr unschwer erkennen könnt, liegt der Schlüssel noch in der Box. Letztes Mal hatten wir ihn ja schon im Inventar, also rausgenommen. Das hat folgende Bewandtnis. Als ich das Spiel nochmal neu geladen habe, nachdem wir das letzte Mal stoppten, habe ich festgestellt, dass die ganze Code-Geschichte einschließlich Öffnung der Kiste noch nicht abgespeichert war. Hab das bis dahin gespielt und habe dann etwas gemacht, was ich das letzte Mal übersehen hatte. Und dieses Versehen meinerseits, meine übliche Unfähigkeit, solche Spiele zu spielen, offensichtlich, führte dazu, dass wir auf einmal im zweiten Kapitel waren. Dadurch war natürlich der Spielstand überschrieben und ich musste nochmal von vorne anfangen, wobei ich mit Erschrecken feststellte, dass alles, was ich mir hart innerhalb von, na, ich sag mal 45 Minuten erarbeitet hatte, in maximal 5 Minuten erledigt war. Vielleicht nicht mal 5 Minuten. So, das heißt, wir machen jetzt direkt weiter. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. So, den Schlüssel. Jetzt kommt das, was wir das letzte Mal nicht gemacht haben. Ich weiß nicht warum. Aber Property of Nicholas. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Evening. Tja, wie ihr seht, das Tagebuch hatte ich das letzte Mal offensichtlich vergessen. Keine Ahnung warum. It is September 27th, in the year of our Lord, 1864. Evening, almost night. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Besides, writing entails a clarity of thought, makes it easier to distinguish facts from imagination. I'm home again after 10 years absence. I'm relieved to find the house unscathed. That's good. It's the only roof I have over my head for now. I should light some candles and take a look around. Okay. No trace of my father. Did I honestly think he would welcome me at the door? He vanished a decade ago, without so much as leaving a letter. The house feels strange, even though it has not changed one bit. There are fears creeping out of the darkness whose source I cannot define. But memories will come back. That's what they told me. Maybe then I will realize what happened to my father and what happened to me. So, also offensichtlich hat ein Zeitsprung stattgefunden. Das erklärt auch, warum wir das letzte Mal nicht weitergekommen sind. Also ich stelle mich manchmal wirklich unglaublich blöd an. Die von euch, die das Spiel schon kennen, werden sich wahrscheinlich totgelacht haben. Nichtsdestotrotz, jetzt geht es ja weiter. Gucken wir mal, was ist das? Ach, die Streichhölzer. Wir sollen ja die Lichter anzünden. Okay, zünden wir mal eins an. Hm.
Fehlen aber noch Kerzen, wenn ich noch weitere Kerzen anzünden soll. Na, verbrenne ich mir die Finger? Nee. Okay, also 11 Streichhölzer haben wir. Wir brauchen aber Kerzen. Ah, diese Kerzen. Okay. Da ist ja wieder die Statue mit dem Blut. Mhm. Also, der Mord hat noch nicht stattgefunden. Diesmal kann ich auch nicht gucken, aber ich kann es wie üblich auf den Fußboden werfen. Darin bin ich ja relativ gut. Wir zünden erstmal das Licht an. Wenn wir da rankommen. It's dark in here. Ja, ist schon klar. Ich habe bloß eine Stelle gesucht, um an die Kerzen ranzukommen. So, noch eine mysteriöse Statue. Oh. Aber gut. Da ist das Besteck. Schwere Gegenstände kann ich bewegen. Ach so. Halte linke Maustaste und bewege die Maus vor oder zurück. Okay. Foto von der Mine. Aha, eine Pyritmine. Die Familie war also im Besitz einer Mine. Interessant. Kann ich mir das nochmal angucken? Gegenstände. Da. Foto von der Mine. Mein Vater und sein Partner einige Tage vor der Eröffnung der Pyritmine. Interessant, interessant. Da steht doch was drauf. Moment. Ich wollte gerade sagen, ich kann es nicht genau lesen, aber ich kann es mir ja wahrscheinlich vorlesen lassen. Jacob Hyde und George Whitehead, 4. April 1840. Aha. Interessant. Gucken wir weiter. Beziehungsweise, was konnte ich denn hier bewegen? Die Stühle vielleicht? Sollte das so sein? So umwerfen? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das hier irgendeinen Sinn hat, außer dass ich die Wohnung verwüste. Aber ich kann rausgucken. It's still too dark. I need to light my candles. Noch mehr Kerzen. Tja, wo finden wir noch mehr Kerzen? Also ich sehe hier keinen weiteren Kerzenständer. Doch, da oben. Ah. Was wir uns angucken können. Mal gucken, ob wir jetzt hier
unbeanstandet rausgucken können. Ja, dadurch, dass ich alles umgeworfen habe. Aber sehen tue ich nichts. Ich mache nur Krach. Ich musste wahrscheinlich den Sessel hier wegräumen. Also hier ist generell wenig Platz, um hier durchzukommen. Immer noch nicht. Leute, Leute. Offenbar habe ich erhebliches Übergewicht. Dass ich da nicht durchpasse. So, jetzt aber. Noch mehr Sachen zum Durchgucken. Vertrag über den Kauf eines Grundstücks. Mein Vater hat dieses Grundstück spottbillig erworben. Ein Freund von ihm, Richter Norton, hat den Vertrag unterschrieben, wodurch der Verkauf amtlich wurde. So einfach war das damals. Tja. Vorvertrag über den Kauf eines Grundstücks, Zertifikat Nummer 12, Grundbuchamt von Plainfield, NH, 4. Mai 1839. Hiermit wird bescheinigt, dass Jacob Hyde gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes mit dem Titel Gesetz zur Sicherung von Vorverkaufsrechten auf öffentlichen, soll das wahrscheinlich heißen, Ländereien für nachgewiesene Siedler, verabschiedet am 13. Januar 1838, folgenden Betrag vollständig bezahlt hat. $400 für 320 Morgen, $1,25 Dollar pro Morgen. Und das gegen Vorlage dieses Zertifikats an den Bevollmächtigten des Zentralen Grundbuchamts, eben jener Jacob Hyde, die Besitzrechte am oben genannten Grundstück erwirbt. John Norton, Archivar. Aha, also haben wir da den Vorvertrag abgeschlossen. So, nehmen wir mit. Hier ist noch was. Gegenstand. Was war das für ein Gegenstand? Keine Ahnung. Vorvertrag. Das sind die Notizen. Also bei den Gegenständen sehe ich hier keine Veränderung. Vielleicht waren das Streichhölzer. Ich kann es jetzt derzeit nicht genau sagen. Auf jeden Fall offenbar nichts Neues. So. Hier gibt es nichts für uns. Da ist noch was. Noch irgendwo eine Kerze zum Anzünden. Die können wir nicht anzünden. Was ist das Schönes? So, jetzt gucke ich noch mal, was das war. Diesmal zeigt Petroleum haben wir diesmal. Damit kann ich die Lampe nachfüllen. Ups. So. Aber wo ist die Lampe?
kommen wir erstmal nicht durch. Also wir suchen eine Lampe. Lässt sich offenbar nicht öffnen. Nein. Lampe. Ach, können wir doch anzünden. Habe ich mich nur wieder blöd angestellt. Ja, das verlängert dann immer künstlich das Spiel, wenn man so einfache Sachen nicht findet. Und jetzt? Nein. Das ist keine Lampe, das ist eine Flasche. Ist eine Lampe. Ah. Alte Lampe. Mein Großvater hat eine Lampe wie diese benutzt, als er noch in einer Mine gearbeitet hat. Sie war damals schon eine Rarität. Sie wurden wegen ihrer Robustheit geschätzt, wodurch sie nicht nur unter Tag äußerst wertvoll waren. Jetzt rostet sie vor sich hin. Sie funktioniert jedoch noch und könnte eventuell von Nutzen sein. Ja, Licht ist immer gut. So, jetzt müssen wir nur noch weiter aufmachen, dass ich auch an den Rest rankomme. Also, die Möbel, die ärgern mich so ein bisschen. So. Jetzt aber. Wahrscheinlich auch wieder Petroleum. Vermute ich. So, gucken wir mal, ob wir das benutzen können mit der Lampe. Ja, damit kann ich die Lampe nachfüllen. Okay, dann gehe ich auf Benutzen. Und habe ich die Lampe nachgefüllt? Puh. Keine Ahnung. Lässt sich jetzt nicht erkennen, ob die nachgefüllt ist. Was ist, wenn ich jetzt so ein Streichholz nehme? Nee. Aber scheinbar ist das Petroleum leer. Okay. Oder doch nicht? Ne, da habe ich es ja auf F. Ich probiere nochmal. Ah! Okay. Fenster wieder zu, Sauerei. Immer noch nichts zu sehen. Geht wohl immer noch nicht auf.
Also da ja nie was in den Schubkästen drin ist, gehe ich mal davon aus, dass wir die nicht anfassen müssen. Ach so, hatte ich vergessen zu sagen. Ich hatte übrigens den Schwierigkeitsgrad, als ich nochmal neu anfangen musste, so eingestellt, dass auch Kämpfe stattfinden können. Also eventuell, also nicht nur Adventure mit Puzzlei, sondern auch Kämpfe. Mal gucken. Kleiner Engel. Ich weiß immer noch nicht genau, warum mein Vater anfing, diese Engel zu sammeln. Tja, ich weiß es auch nicht. Die machen mir ein bisschen Angst. Scheint so, als ob die Räume, die vorher verschlossen waren, vor unserem Zeitsprung jetzt auch verschlossen sind. Das heißt, das Schlafzimmer müsste dann eigentlich offen sein. Das war das hier? Nee. Zu. Geschlossen. Da ist noch was. Foto vom Gasthof. Mein Vater und ich vor seinem Gasthof. Ich war damals 7 Jahre alt. Wieder eine versteckte Botschaft. Jacob and Nicholas, 12. Mai 1843. Er hat mir vorgeworfen, ich würde Fratzen schneiden. Nicht gerade sehen wollen. Ach, gerade stehen. Ja, ich dachte schon, das macht ja keinen Sinn. Entschuldigung. Dabei war er es, der nicht stillstehen konnte, wie man hier sieht. Ich habe danach eine ordentliche Tracht Prügel kassiert, obwohl ich es gar nicht verdient hatte. Ist Kindesmisshandlung jetzt auch Bestandteil der Story, die uns voranbringt? Ich kann es nicht sagen. So, hier komme ich nirgendwo rein. Da hatte ich schon geguckt, glaube ich. Ja. Da kam ich ja, glaube ich, auch nicht rein. Tja. Ah, hier war doch eine Tür letztes Mal, oder? Ich offenbar, nee, der Schrank steht, wie er steht, da ist nichts zu machen. Aber was kann ich denn jetzt hier noch machen? Und was anderes mitnehmen? Warte, da ist was. Was ist das für ein Gegenstand? Scheinbar ein Streichholz. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Oh oh, Entschuldigung. Okay, das war, glaube ich, wieder ein Streichholz. Ist, wie geht es hier weiter? Wir gehen noch mal runter. Mhm.
Das ist alles blockiert. Den Schrank können wir auch nicht bewegen. Kann ich auch nicht rüberklettern. Aber raus kann ich. Ist verschlossen. Die Koffer kann ich nicht bewegen. Okay. Können wir jetzt hier irgendwo hin? Ah, jetzt kann ich rennen. Abgeschlossen. Verdammt. Unheimlich. Tja. Ob wir hier jetzt weiterkommen, kann ich gar nicht sagen. Halt, da ist ja ein Haus. Ein Schuppen, eine Scheune. Kommen wir überall nicht rein. Die Frage ist, ob ich schon wieder was übersehen habe. Auch zu. So. Wieder mal stehe ich auf dem Schlauch. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um zu pausieren. Also dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin eine gute Zeit. Ciao, ciao.